Hallo, liebe Zuschauer von Topfgucker TV. Jetzt sind wir bei uns in der Küche, hier im Restaurant Andreas Scholz. Wir machen heute für euch ein Schweinefilet vom Thüringer Duroc-Schwein, was hier halt eben auch den Bezug der Regionalität hat, in einem Graubrotmantel mit ein paar frischen Pfifferlingen, Zuckerschoten, einem Kartoffelknusperröllchen. Mit dem Brot werde ich als erstes mal anfangen. Dann haben wir ein Brot, was schon ein bisschen vom Vortag ist. Gehen an die Aufschnittmaschine. Schneiden uns so 2 mm dicke Streifen, die wir dann später fürs Einwickeln brauchen. Dann haben wir unser Schweinefilet, was wir uns haben schon mal parieren lassen vom Metzger und haben das über Nacht im Vakuumbeutel rund eingedreht, dass es einfach auch schön rund bleibt. Das würzen wir mit weißem Pfeffer aus der Mühle, Salz und hier habe ich noch eine Gewürzmischung, die nennt sich Schweineglück, von einem sehr guten Freund, der letztes Jahr leider von uns gegangen ist, relativ plötzlich, der in meinen Augen die besten Gewürzmischungen hat. Dann vakuumieren wir das wieder. Wir legen das für gute 20 Minuten bei 60 Grad ins Wasserbad. Jetzt tun wir unsere Zuckerschoten zuputzen. Das ist einfach eine kleine Garnitur mit im Hauptgang. Das reicht schon für eine Person. Dann tun wir ein bisschen Karotten. Brauchen wir eigentlich als Garnitur eine, vielleicht 2 pro Person. Jetzt nicht erschrecken, wir schneiden hier relativ viel ab, aber wir bei uns im Restaurant kochen ja immer permanent irgendwelche Fonds, irgendwelche Jus und da gehen die Reste mit hin. Ich mache es halt eben einfach so, dass sie sehr ansprechend aussehen. So, jetzt haben wir sie einmal abgewaschen und dann tun wir sie wie schön angespitzt. Dass einmal auch die Schalen kann man wunderbar für Fonds und Jus nehmen. Also man muss nichts wegschmeißen. So, da haben wir unsere Gemüsegarnitur. Dazu haben wir ein paar Pfifferlinge. Die haben wir einmal schon mal gewaschen und dann kann man sich für zu Hause auch wirklich die Mühe machen, die zu schaben. Also die sind mittlerweile so sandig leider, dass man sie eigentlich einmal waschen soll. Aber wenn man sie schnell, zügig wäscht und dann zu Hause hat man ja meistens auch so eine Salatschleuder, einfach durch die Salatschleuder kurz geschleudert und dann auf ein Crepe oder auf ein Küchentuch, dann geht das auch. Und es sind halt eben auch Pfifferlinge aus Osteuropa, muss man auch sagen. Jeder, der sagt, der deutsche Pfifferlinge kocht, der steht mit dem halben Fuß im Gefängnis. Man darf aus dem deutschen Wald für sich selber privat ja, zum gastronomischen Verkauf nein. Es sind Strafen bis zu 50.000 Euro dabei. Jetzt richten wir für unser Schweinefilet die Farce her. Da haben wir ein bisschen Geflügelfleisch, Sahne im Verhältnis 1:1, Salz, Pfeffer und in der Küchenmaschine fein gemahlen. Wir machen uns unsere eigenen Convenience, das heißt Fertigprodukte, vakuumieren die und frieren uns ein. Das wird dann das Bindemittel zwischen Brot und dem Schweinefilet. So, jetzt tun wir unsere Karöttchen ablongieren, das heißt, wir haben hier kochendes Wasser, machen eine gute Prise Salz rein, nicht erschrecken, das darf übersalzen sein, ja. Also Salzwasser darf wie Meerwasser schmecken. Und dann geben wir unsere Karöttchen. Blanchieren heißt eigentlich nur ganz kurz, das machen wir bei den Zuckerschoten. Die Karotten sollten schon kochen, die sollten nicht verkochen, aber sollten Biss haben, aber die brauchen so 4-5 Minuten brauchen die schon. So, unsere Karottchen sind fertig. Die tun wir jetzt in Eiswasser abschrecken. Was wir auch immer leicht salzen, das ist nicht ganz so hart wie das Blanchierwasser. Lassen die abkühlen, können im gleichen Wasser aber unsere Zuckerschoten blanchieren. Die ruhig nur ganz kurz. So ein halbes Minütchen. Weil die schwenken wir ja nachher nochmal nach in ein bisschen Butter.
da garen sie noch mal weiter. Die sollen ja ruhig ein bisschen knackig sein. Entwickeln jetzt auch ihre schöne, richtig schöne, krass grüne Farbe. Und dass wir die erhalten, bei der Menge reicht es einfach, das kalte Wasser zu nehmen. Gucken gerade mal nach unseren Kartoffeln. Die kommen langsam. Das Blanchierwasser lassen wir jetzt gerade stehen. Da gibt es nachher noch einen Kniff, wie wir für unseren Brotmantel das Brot weich machen. Das machen wir einfach mit dem Wasserdampf. Tun da einfach ein Sieb drauf und legen das Brot schon mal so über den Wasserdampf. So, jetzt machen wir unsere Kartoffelknusper. Da haben wir Esspapier aus Spanien. Das ist ein ganz interessantes Produkt. Kriegen wir über die Firma Boos in Meerbusch. Kann man auch als Privatkäufer bei ab 50 Euro liefert der frei Haus. Das sind solche Platten. Im Endeffekt ist das nur Kartoffelpüree, was aufgestrichen wird und gefriergetrocknet wird. Und dann gehen wir hier einmal dran, ziehen das ab und dann nehmen wir uns, was wir meiner Frau im Büro geklaut haben, den Papierschneider und schneiden uns so breite Streifen. Dritteln den. Muss man ein bisschen gleich kriegen. So, dann haben wir jetzt drei so Bahnen. Die jetzt einfach nur so sind. Haben hier ein kleines Röhrchen, Pinzette und dann gehen wir an die heiße Fritteuse. Legen die für ein paar Sekunden rein. Das ist jetzt nicht zum Nachmachen empfohlen, man sollte vielleicht ein paar Handschuhe oder sowas tragen. Nachdem ich das 30 Jahre lang mache, habe ich so viel Hornhaut an den Fingern, dass ich es machen kann für zu Hause. Ziehen Sie sich irgendeinen Gummihandschuh an oder am besten einen Baumwollhandschuh und einen Gummihandschuh drüber. Verbrennen Sie sich gar nicht. Jetzt haben wir unsere Knusperröhrchen. So, ich gehe jetzt mal die Kartoffeln abgießen, weil die sind nämlich gar. Ich gebe hier noch eine Flocke Butter. Kein klassisches Püree, ist einfach eigentlich nur eine Kartoffelmasse. Ja, dann drückst bitte durch. Ich glaube, brauchst auch nicht alles drücken. Wenn du jetzt noch einen mit dazu nimmst, das reicht. Da haben wir eine schöne mehlige Kartoffel gehabt. Ich finde die für Püreearten, für Massen immer gern die mehlig kochenden. Dann machen wir ein bisschen Muskatnuss. Ah ja, auch so eine fetzige Mühle. Ja, wo wirklich auch mal was passiert, wenn man was macht. Eine Prise Salz. Und ein bisschen Pfeffer aus der Mühle. Und dann das einfach zu einer glatten Masse machen. Ich weiß gar nicht, ob du Milch brauchst. Das soll eigentlich nur gebunden sein mit der Butter. So, dann füllen wir das in den Spritzsack ab und legen es auf die Seite. Dann müssten wir auch unser Schweinefilet schon nehmen können. Ja, sollte fertig sein. Dann nehmen wir unser Brot, was wir auf dem Sieb liegen hatten. Und jetzt ist das halt eben auch wirklich leicht feucht und auch leicht klitschig geworden. Gehen wir mal so, drücken das ein bisschen an. Nehmen unsere Farce. Streichen das Brot ein. Legen unser Schweinefilet auf. Und rollen das oben über ein. Nehmen hier vielleicht noch ein bisschen Farce als Kleber, dass es auch hält. Und haben unser Schweinefilet schön verpackt. Gehen wir wieder zum Herd. Nehmen eine Pfanne für die Pilze. Einfach ein bisschen Sonnenblumen oder Rapsöl. Und bei dem Fleisch habe ich das. Und dann habe ich ein bisschen ein Butterschmalz, um einfach ein bisschen Buttergeschmack zu kriegen, aber man kann es einfach höher erhitzen. Und am besten das Fleisch jetzt in die Pfanne legen, auf der Seite, die wir zugerollt haben. Ja. Das Fett braucht noch nicht so heiß zu sein. So, da haben wir eine schöne Farbe. Jetzt stellen wir das zur Seite und machen wir den Pfifferling weiter. Die Pfanne ist gut heiß. Nehmen ein bisschen was von unseren Zwiebeln, Knoblauch mit dran. Prise Salz.
bisschen Pfeffer an die Seite. Jetzt haben wir unser Gemüse noch. Da machen wir ein bisschen auch wieder eingekochten Fond Blanc dran. Auch eine Prise Salz. Und nachdem das ja zwei Gemüse sind, die eine gewisse Grundsüße haben, machen wir natürlich auch eine Prise Zucker dran. Eine Flocke Butter. Und dann lassen wir den Fond fast wegkochen, dass das eine schön sämige, glänzende Sache wird. So, jetzt seht ihr, wie das Butter den Fond gebunden hat, den verkochten, dass es schön glänzend und sämig wird. Und dann gehen wir runter und richten an. Okay, dann haben wir unser Schweinefilet hier im Brotmantel. Wie gesagt, ich kann das mit meinen Fingern machen. Bitte nicht nachmachen. Tragt Handschuhe, tragt irgendwas um die Finger. Und dann mal eine Tranche. Ein Traum. Saftig. Man muss Schweinefilet nicht totbraten. Ja? Es ist heutzutage nicht mehr notwendig. Früher durch Trichinen und sonstiges hat man gesagt, Schweinefilet immer durch. Aber das darf man so schön rosa braten, wenn das so eine gute Qualität hat. So, da haben wir unsere Jus. Machen einen Spiegel von der Jus. Seht auch sehr streng reduziert. Haben unsere Pfifferlinge. Unsere Erbsenschoten. Unsere Karötchen, unser wunderschön gebratenes Schweinefilet. Was eigentlich relativ einfach aussieht und einen großen Effekt bei Ihren Gästen macht, ist, wenn Sie mal so einen gefüllten Cannelloni machen. Dann halten Sie den so auf einer Seite zu und füllen den schön mit Ihrem Püree und legen den so schön ans Fleisch an und haben einen Eyecatcher, der Ihre Gäste begeistern wird. Als Abschluss haben wir hier unsere weiße Fleischnase, wo wir eigentlich nur noch einen schönen luftigen Schaum drauf machen. Und dann würde es bei uns jetzt so gehen. Service bitte, Tisch 6. Dankeschön. So, hier haben wir jetzt unser Gericht. Das Schweinefilet im grauroten Mantel, das Ganze mit einem Kartoffelcannelloni und Pfifferlingen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de